Hi! Nein, es geht mir gut, keine Sorge. Wieder mit dabei! Ich habe bloß gerade so quasi. Bei Oracle of Seasons. Mit dabei wieder der Zockerbro96. Welcome back! Yo, what's up? Oh je, die Musik hat sich geändert. Ein Schatten! Oh mein Gott! Es ist eine Hexe? Au! Was soll? Was zum? Du bist soeben Aber im ja, die Marter, Hexen, dem die das Lehrling der war, großen Hexe Hexen. machen, die das ist feiert. Na gut, heißt es halt So. so. Zero kennen wir aus Zelda Majora's Mask. Das ist die Schwester der Hexe, die man dort retten muss. So, und jetzt muss man alles schnell einsammeln. Hahaha, jetzt tut's dir leid, aber ich habe mehr als vorher. Und tschüss. Ja, aber dafür haben wir was Wertvolles von ihr erhalten, nämlich eine Magieflasche. Und das kann Gangster. uns helfen. Denn nicht die Feen können unser Leben regenerieren, wenn wir gestorben sind, sondern naja. Die Magie fährt. Und nun sind wir halt bei einem Kerl angelangt, der irgendwas hat. Psst, verrate es nicht weiter. Oh, er gibt uns Geld. Dankeschön, alter Mann. Auf So. dem Zelda A Link to the Past gibt es auch so eine Situation. Dort ist in einer Höhle, ist dort eine Diebin, die verrät, die gibt uns für unser Schweigen, gibt die uns 50 Rubine. Und dort können wir schon einen Geldschein haben lassen. Und die Zoras bespucken uns wieder. Ach, Im. mit was? Mit Feuerwellen, keine Ahnung. Oh, in der Höhle. Im Fall von der Höhle verschwunden, geh mal rein. Wir gehen rein. Ah, da ist er ja. Wo kann der Tempel der Jahreszeiten versteckt sein? Hat denn niemand einen Hinweis? Was das? Das ist ein blauer Pfotenabdruck, ihr Helden. So, Nun ist was? es hier Winter. Weil es Wir jetzt müssen Winter den ist. Ring noch schnell geschicken. So, Vergiss das. nicht das Herzteil. Nein, das wollte ich mir gerade holen. Nämlich hier Baum abfackeln und. Sammle 4 davon, um einen weiteren Herzcontainer zu erhalten. Im Untermenü siehst du, wie viele Teile du hast. So. Als könnte man das sich nicht merken. Und hier gibt es wieder Glutkerne für uns. Ich glaube, hier war auch mal was. Ja. Ah, Ja, Geld im Bäumen. wieder so ein Mann. Psst, verrate es nicht weiter. Ich glaube, hier wohnen auch alle Eigenmänner. Ich So. glaube, hier wohnen auch alle alten Männer im Keller. Na klar, das ist so ein Running Gag bei Zelda. Alle alten Männer wohnen im Keller. So, machen wir dir Licht. Exzellent, nun kannst du losgehen. Dann nimm diesen Kukodex. Du hältst den Kukodex. Er enthält die Ergebnisse langjähriger Kuko-Forschung. Ja, und das ist unser erstes Item für die Tauschgeschäfte. Und auch hier gibt es wieder eine Tauschgeschäftsquest. Etwas zur Information. Etwas zur Information. Wann ist dieses Spiel herausgekommen? 2001. 2001? 2001 ist es Dann ist rausgekommen. es schon, also Tauschgeschäfte. Okay. Da merken wir schon, die Tauschgeschäfte sind schon ziemlich alt, schon in Zelda Ocarina of Time. Von 96 gab es diese Tauschgeschäftsquests. Es gibt es noch in viel mehr, zum Beispiel in Link's Awakening, zum Beispiel. Und weiteren Zelda-Teilen. Genau, bei Link's Awakening könnt ihr auf meinem Kanal euch das angucken. Da habe ich die Tauschgeschäfte alle fertig gehabt und habe
so auch das verbesserte Schild bekommen. Oh. Ein Gärtnerring. Der ist gut. Ja. Zelda kommt auf keinen Fall bald auf meinem Kanal. Oder auch nicht. Oder auch nicht, natürlich. Was haben wir nun bekommen? Wir haben einen Gärtnerring, der signalisiert Gashabete auf der großen Weltenkarte. Ja, der ist sehr gut. Ich weiß. So, wenn ich jetzt Select drücke, sehen wir die Weltkarte. Das haben wir jetzt alles erforscht, was farbig ist, und das, was grau ist, müssen wir noch erforschen. So. Nicht nur, dass er uns zeigt, wo die Beete sind, sondern auch, wie weit sie herangewachsen sind. Nämlich hier Keimling. Dann haben wir da eine Höhle. Ein Baumstumpf. Haus. Ja, musstest du schon wieder vorweggreifen. Ich weiß, ich bin gemein. Du bist ein Gangster. So. Aber ich glaube, den Kokodex können wir schon abgeben, damit wir das nächste Item bekommen. Und zwar gehen wir mal hier lang wieder. Boah, ein Herz. Ja, ich weiß. Wo bist denn du noch? Heck, ganz schön hinterher, was? Nein, ich hab's zu spät gesehen. Achso. So, Octoroks, die eigentlich in jedem Zelda-Spiel vorkommen. Und hier haben wir eine Baumhöhle. Und Hühner. Okay. Mein Vater Talon wollte auf den Federberg. Daher kümmere ich mich um die Hennen. Dabei kenne ich mich gar nicht aus. Sag mal, das ist doch ein Kokodex. Der wäre eine riesige Hilfe. Kann ich ihn haben? Na klar. Wirklich? Danke, nimm dafür dieses Long-Long-Ei. Diese Eier sind sehr gefragt bei jungen Damen. Der Kokodex wurde gegen ein Long-Long-Ei getauscht. Man sagt ihm nach, es fördere die Schönheit. Also das Richtige für dich, Zockerbro. Natürlich. Nein, aber ich... Aber seit wann? Seit wann ist die Longlong-Farm ein Busch? In diesem Teil, so. Es ist nur eine einzelne Höhle, die Longlong-Farm. Ja, und die Person, die wir gerade den Kokodex gegeben haben, war niemand anderes als Marlon, die auch schon bei Ocarina of Time und anderen Zelda-Spielen bekannt war. So, wen haben wir hier? Mein Name ist Ruhl. Ich bin Bürgermeister des Horondorfs. Hast du Gascha-Kerne? Wenn du sie in weiche Erde steckst, gedeiht ein Baum, der Nüsse trägt. In diesen Nüssen kannst du tolle Sachen finden. Ein Riesenspaß. Ich bin völlig begeistert. Gleich da draußen ist eine weiche Erdstelle. Dort kann man sie einpflanzen. Du weißt nichts über Gascha-Kerne Bescheid, da verpasst du etwas. Als Willkommensgruß erhältst du meinen prämierten Gascha-Kern. Du erhältst einen Gascha-Kern, stecke ihn in ein Fleckchen weicher Erde. Vielleicht draußen ist eine weiche Erdstelle, dort kann man sie einpflanzen. Was du nicht sagst. Hat das nicht gerade ein paar Leute gesagt? Ja, du erhältst einen Gascha-Kern. So, ja. Wenn wir jetzt zwei Fleckchen weiche Erde noch finden, dann können wir zweimal pflanzen. Aber man kann pro Fleckchen Erde nur einmal einen Gascha-Kern drinstecken. Wenn dann die Gascha-Nuss gepflückt ist, dann können wir wieder einen Gascha-Kern reinstecken. So. Sehr original. Warte, junger Reisender, ich bin Sokra.
ein wandernder Prophet. Ah, ich spüre es. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die vier Geister rufen nach dir. Erlaube dir keinen Fehler. Der Tempel der Jahreszeiten ist immer noch in dieser Welt. Solltest du den Tempel finden, dann suche dort lebenden Geistern auf. Sie können dir helfen. Glückliche Reise. Aha. Glückliche Reise, genau. So. Was haben wir denn hier? Eine Profil-Pack-Gigasita. Ja. Okay. Das können wir doch auch aus Zelda Ocarina of Time. Und die Melodie natürlich auch. Okay, das ist der Kanon des Sturms. Hymne des Sturms, aber okay. So, dann haben wir hier Moblin und diese komischen Propellerviecher. Das sagst du einem, der den Bolero des, wie heißt es noch immer, auslösen kann. Bolero des Feuers? So, kleine Unterbrechung, Freunde. So. Nach dieser kurzen Störung geht's weiter. Wie furchtbar! So ein Tempel ist auf Subrosia gestürzt. Was ist das, ein Tempel? Dabei ist Subrosia doch ein geheimer Ort. Hoffentlich sieht mich keiner, während ich zurückkehre. Was? Ist sie nicht ein bisschen behindert? Ein bisschen? Aber wir müssen uns immer gut tarnen. Oder wie man sagen würde, nun heißt es wieder tarnen, tricksen und täuschen. So, immer schön hinter dem Baum. Wurdest du schon mal entdeckt dabei? Ja, ab und an mal, aber... Wow. So. Das wäre jetzt auch geschafft und... Wow. Das war ganz schön riskant. Ja, war riskant, das stimmt. So, jetzt aufpassen. Denn sie kommt nochmal wieder. Muhahaha. So, aber jetzt können wir. So. So. Dort kann man natürlich entdeckt werden. Hä? Wo ist sie hin? Im Busch. Was ist das? Schauen wir es uns an. Wow. Oh, ganz schön heiß hier. Was gibt's? Irgendein Tempel ist auf das Ostzentrum gestürzt. Na, du hast hier selten dämliche Klamotten an. Wo findet man denn sowas? Bei Kick. So, ja, überall Lava. Seit Zelda Skyward Sword wissen wir natürlich, warum Link grüne Klamotten trägt. Ja, denn das ist die Ritterrüstung. Das ist die Uniform. Genau, die Ritterrüstung. Wenn du den Subrosia Tanzmeisterst, kannst du einen Boomerang bekommen. Sachen aufsammeln, Schalter umlegen und aus der Ferne Monster besiegen. So ein Boomerang ist praktisch. Mein Internet nicht. Wow. Und wie ihr seht, gibt es hier auch noch eine andere Währung. Nämlich Erzbrocken. Gibt es hier. Na nun, ein Gebäude. Ein großes Gebäude. Ein ziemlich großes Gebäude. Endlich bist du gekommen. Als der Tempel versenkt wurde, verzweifelte ich, ob du herkommen würdest, um mich zu sehen. Dieser Tempel der Jahreszeiten ist der Ort, dem wir vier Geister innewohnen. Ich habe lange auf dich gewartet. Magst du den Frühling oder den Sommer, den Herbst? Nicht doch, du wirst den Winter lieben. Erhalte den Start der Jahreszeiten und suche uns, die wir dich in den vier Ecktürmen erwarten. Weibliche Stimmen sind echt schwer zu imitieren, aber na gut. Ah, ist er auch wieder da. Nein, ist er nicht. Gut, ja. Na, egal. Wir erhalten den Stab der Jahreszeiten. Kraft der Geist.
Kraft der Jahreszeiten kann man mit ihnen die Jahreszeiten ändern. So. Nun bringen wir uns Geist in der Jahreszeiten, den Start der Jahreszeiten zu den vier Türmen. Ja, dann machen wir das doch mal. Was zum? Hey, ist denn das normal oder was? Was ist denn heute los? Jetzt fliegt doch noch ein Flugzeug vorbei, ey. Ich fass es ja nicht. Ja, und komischerweise, der Winter ist das Einzige, wo wir zurzeit ran können. Aber mit den Bomben können wir den Schalter umlegen, sodass eine kleine Brücke entsteht. Die Treppe hoch. Yay, eine Brücke. Nochmal eine Treppe hoch. Und eine Fee erscheint. Danke, dass du kommst, Träger des heiligen Zeichens. Der Geist des Winters hat dich erwartet. Wir schätzen denn als unsere werte Gefährtin. Nun lass mich den Stab, den du führst, die Kraft des Wintergeistes verleihen. Schwingst du den Stab von einem Baumstumpf aus, sollen sich die Jahreszeiten ändern. Im Winter friert das Wasser und Schnee häuft sich an. Suche auch die anderen drei Geister auf. Bitte eile den zu Hilfe! Dem Stab der Jahreszeiten wurde der Hauch des Winters verliehen. Er klettere einen Baumstumpf, um den nächsten Winter herbeizurufen. Nun gut. So, zu eurer Information, nun in dem Winter können wir uns das zweite Herbstteil holen. Ja, vom Prinzip her hätten wir auch so ein zweites Herzteil bekommen können, hätte Martha oder Maple, wie sie heißt, eins dabei gehabt. Es war also der Stab der Jahreszeiten. Neue Wege erschließen sich nun dank deiner Kraft. Im Traum sah ich ein Gehölz östlich von hier. Dort mag eine Essenz liegen. Link, kannst du an meiner Stelle dorthin gehen? Na klar. Muss ich ja. Macht ja sonst keiner. So. Das ist natürlich lustig. Wollen wir noch kurz fragen, weil ich ja kurz abwesend war, dann dein schönes Internet. Hast du das Tanzen schon gemacht? Das was? Das Tanzen. Nein, noch nicht. Ich bin bloß zum Tempel der Jahreszeiten gegangen, hab erstmal den Stab der Jahreszeiten geholt und jetzt den Wintergeist. So, da kommen wir nicht durch, weil wir da einen Schlüssel brauchen, einen bestimmten Schlüssel. Nur Vorsicht, Vulkan. Ja, und wenn wir uns nun die Karte angucken, erkennen wir, dass wir in Soprosia eine andere Weltkarte haben. So, was haben wir hier drin? Das ist natürlich klar, da wir uns hier nun in einer anderen Welt befinden. Okay. Ah ja, das hier ist die Schmiede. Dort müssen wir später auch noch hin. So, was haben wir hier? Wenn du in dieser Gegend den Boden umgräbst, findest du Erzbrocken. Manchmal findest du sogar eine wahre Ader von Erzbrocken. So. Mein Kollege macht komische Geräusche, auch gut. Tja, zum Tanzen kommen wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Oder? Doch? Weiß ich gerade nicht. Wegen dieses Tempels sind die Vulkane ausgebrochen. Na, sowas aber auch. Ah, doch, wir kommen schon zur Tanzschule. Na, dann machen wir es noch. Wir kommen in Soprosia Tanzsaal. Exzellent. Jetzt sind wir beim Tanzen. Was viele nicht wissen, man kann, wie du wahrscheinlich schon gesagt hast, im Tempel der Jahreszeiten öffnen, ohne den Bumerang zu nehmen. Man kann es mit Bomben machen. Habe ich auch so gezeigt, ja. Einweisung? Ja, mach mal. Das ist auch imitiere meine Bewegung. Bei Boing trittst du nach rechts. Bei Bum gehst du nach links. Bei Chuck probierst du mit A. Gib dir Mühe und stoße nicht an deinen Nachbarn, alles klar? Sicher. Okay, tanze mir. Rechts.
rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Rechts, Chuck. Rechts, Chuck, rechts. Links, links, Chuck. Links, links, Chuck. Chuck, Chuck, Chuck. Chuck, Chuck, Chuck. Rechts, Chuck. Rechts. Ah! Verdammt. Nochmal. Machen wir es nochmal. Einweisung brauchen wir diesmal nicht. Eine Frage zwischendurch. Ich habe von irgendjemand mal gehört, dass man, desto länger man tanzt, immer neue beste Items bekommt. Am Ende sogar eine Flöte für dieses Rhinoceros oder was auch immer sein mag. Also wir müssen das zweimal schaffen. Das erste Mal kriegen wir den Bumerang und das zweite Mal kriegen wir dann eine Flöte, ja. Genau. Aber es ist geil, so einfach wie es aussieht. So, ich muss mich wieder konzentrieren. Rechts, Chuck, Chuck. Ja, ja, ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ah, ah, ah. Chuck, chuck. Chuck, chuck, boom. So. Du hast echt was drauf. Damit bist du unser Tagessieger. Dein Preis. Du erhältst den Boomerang. Mit ihm stopfst du Gegner auf ihren Pfaden. Ja, und jetzt können wir es halt nochmal probieren. Man kann natürlich auch Dinge aufsammeln. Kann man auch. So, und jetzt... Kann man damit Nachteile aufsammeln? Hier nicht. So. Ja, dann kannst du mal ausprobieren. Kann man machen. Aber das Einzige, was mir dabei noch einfallen würde, wäre das Herzteil mit Martha, das man so einsammeln könnte. Ja, aber es werden irgendwo so welche rumliegen. Du hast echt was drauf, damit bist du Tagessieger, dein Preis. Du erhältst einen Gashakern. Was? Okay, warum jetzt Gashakern? Machen wir es noch einmal. Das Lustige ist in Symbosia ist die Währung Erzbrocken. Habe ich auch bereits gesagt. Auch vorher ist es schön, wenn der Titel verabschiert. Ich weiß. Du hast echt was drauf. Und noch ein Gashakern. Okay. Dann können wir es wohl jetzt noch nicht bekommen. Aber wir können uns mal mit dem Boomerang ausrüsten. Den können wir später auch nochmal aufwerten. Aber ich weiß gerade nicht wie. Muss ich gucken. Ähnlich wie A Link to the Past oder anders? In A Link to the Past musste man... Ah ne, A Link to the Past war ja... Ja, jetzt habe ich es verwechselt. Da muss man den... In Link to the Past muss man den in einen Wunschbrunnen werfen und eine Fee holt ihn da raus. Und wenn du nicht lügst, also sagst, dass du den da reingeworfen hast, bekommt man einen Markt. Genau.
Ja, der sagt gerade, was nochmal alles passiert ist und ja, gut. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Part und ciao, Leute.